Morgen ist es soweit. Dann wird das erste Kapitel von Deltarune für die Nintendo Switch released. Hey Leute, hier ist KaidoDuck und willkommen zum letzten Video meiner Deltarune Countdown-Serie. Heute gibt es wirklich massive Spoiler zu dem Game. Falls ihr das Spiel also noch nicht durchgespielt habt, lege ich es euch sehr nahe, das vor dem Anschauen des Videos zu tun. Ihr seid gewarnt. Heute, zum letzten Tag meiner Deltarune Countdown-Serie, werde ich auf das Ende des ersten Kapitels eingehen. Ich werde euch meine Erklärung zeigen und sämtliche Theorien, die ich vorher aufgebracht habe, mit einbinden. Aber schauen wir uns das Ende nochmal an. Was soll das bitte bedeuten? Was sagt uns das? Wo ist die Verbindung mit der Dark World? Wieso reißt Chris sich seine Seele aus? All das und viel mehr werde ich heute beantworten. Wie ich vorher schon gesagt habe, wissen wir, dass Chris Chara ist, nur in Frisks Körper. Wir wissen, dass Chris auch eine Bezeichnung für einen Dolch ist, der für Rituale benutzt wird. Am Ende holt er einen Dolch raus. Aber warum reißt er sich seine Seele aus dem Körper? Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, dass Chris ja seine eigenen Handlungen nicht steuern konnte in Kapitel 1. Woran kann man das festmachen? Als Chris sich seine Seele rausgerissen hat und diese in den Käfig geworfen hat, kann man die Seele bewegen. Wir wissen in verschiedenen Abschnitten des Spiels, dass Chris Seele auch gezeigt wird, wenn er angegriffen wird, zum Beispiel in der Verfolgungsjagd mit Lancer in der Dark World am Anfang des Spiels. Chris ist aber in Wirklichkeit kein guter Mensch. Er macht, wie wir erfahren haben, oft üble Streiche. Aber wenn wir ihn kontrollieren, kontrollieren wir natürlich auch seine Aktionen. Chris findet das aber nicht sonderlich gut und deshalb entscheidet er sich, seine Seele auszureißen. Aber warum konnte er das erst am Ende des ersten Kapitels und nicht schon vorher? Am Ende von der Geschichte in der Dark World erfahren wir, dass die Seele mit dem zweiten schwarzen Brunnen resoniert und somit versiegelt wird. Aber wie? Die Resonanz könnte sich auf die Seele ausgewirkt haben. Die Seele, also wir als Spieler, wurden geschwächt. Und da geht es weiter. Die Seele gehört ursprünglich Frisk, aber Chara hat sich diese Seele in Undertale genommen und ist zur nächsten Welt übergegangen, wie ich in einem anderen Video erklärt habe. Wir sind Frisk, wir alle. Und die Seele wehrt sich gegen das, was Chris tun will. Was noch passiert sein kann, ist, dass die Energie des schwarzen Brunnens auf die Seele übergegangen ist, womit das alles erst in der Nacht freigesetzt wurde. Die Schwächung der Seele aufgrund der schwarzen Energie hatte einige Zeit gebraucht, bis sie gewirkt hat. Deshalb hat er die Seele nicht direkt in der Schule rausgerissen, sondern erst in der Nacht. Wie kann das aber sein, wenn die Dark World nicht echt gewesen ist? Wie ich erklärt habe, hat Asriel diese Dark World erschaffen durch eine Illusion. Diese konnte er durch seine magischen Fähigkeiten erschaffen. Diese Illusion war aber so stark, dass sie einen gewissen Effekt auf Chris und auch auf Susie hatte. Die Erinnerungen in der Dark World waren real, aber die Dark World nicht. Und jetzt kommen wir zu Susie. Susie ist am Ende des ersten Kapitels, nachdem sie die Schule verlassen hat, nicht auffindbar. Man kann sie in der Stadt nirgends finden. Entweder ist sie direkt nach Hause gegangen, was vermutlich eines der Apartments ist, oder das Spiel bereitet Susie auf das zweite Kapitel vor. Wie ist das gemeint? Das Spiel weiß, dass es nur ein Spiel ist. Und ich habe auch bereits in einer anderen Theorie erwähnt, dass Susie der eigentliche Hauptcharakter im Spiel sein wird oder ist. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Die Seele ist der Spieler. Also geht die Seele immer zu dem, der gerade kontrolliert werden muss, laut dem Spielskript. Im Lancer-Kampf, wo Susie gegen Lancer kämpft, hatte sie die Seele für den Moment gehabt. Warum? Weil sie als einzige im Spiel möglich war, etwas zu tun. Natürlich konnten wir sie nicht kontrollieren, weil sie einen eigenen Willen im Spiel entwickelt hat. Denn mit den Angriffen von Lancer auf die Seele kann Susie getroffen werden. Also, was kann passieren? Susie wird der nächste spielbare Charakter in Kapitel 2 werden. Aber inwiefern? Was ist, wenn wir in Kapitel 2 das erste Kapitel durchleben, aber nur aus Susies Sicht der Dinge? Alles, was Susie vorher erlebt hat, bevor sie zur Schule gekommen ist, alles, was Susie erlebt hat, als sie sich von der Gruppe in der Dark World getrennt hat, all das könnte ein wichtiger Bestandteil von Kapitel 2 sein. Die Seele. Ich gehe einen Schritt weiter. Was ist, wenn die Seele, die Chris in den Käfig geworfen hat, unbrauchbar geworden ist? Sagen wir es mal so. In Undertale war es möglich, den Genocide Run mehrfach zu begehen. Was ist also, wenn Frisk das mehrmals getan hätte und Chara mehrere Seelen gegeben hat? Mehrere Seelen und alle Seelen stellen ein Kapitel von Deltarune dar. Denn nach jedem Kapitel ist die Seele ausgelaugt, weil die Seele, die Chris hat, nicht seine eigene ist. Ich halte das zwar für unwahrscheinlich, aber ich kann euch noch mehr geben. Was ist also, wenn die Seele immer wieder in den Käfig gesperrt werden muss von Chris? Warum? Die Seele hat einen eigenen Willen. Den Willen, sich nicht zu beugen. Denn wir sind die Seele. Die Seele ist so stark, dass sie aus dem Käfig ausbrechen kann und in Chris' Körper zurückkehrt, damit er kontrolliert werden kann und damit er nicht diese Welt auch auslöscht, so wie er es mit der Welt in Undertale getan hat. Nach dem Versiegeln des schwarzen Brunnens jedoch ist die Seele stark geschwächt worden, wie bereits erwähnt, und deshalb war es für Chris ein leichtes, die auszureißen. Also nochmal zusammengefasst. Susie ist in Wahrheit der Hauptcharakter und der nächste spielbare Charakter in Kapitel 2. Chris ist Chara in Frisks Körper, nur älter. Die Dark World war lediglich eine verdammt echt aussehende Illusion von Asriel erschaffen und die Seele sind wir, die Spieler. Die Seele gehört aber immer noch Frisk. Aber wir haben Frisk immer kontrolliert und wir wollen nicht zulassen, dass diese Welt auch zerstört wird wie die Welt von Undertale. Deshalb konnte Chara als Chris bisher diese Welt nicht zerstören, weil die Seele von Frisk ihn immer wieder davon abgehalten hat. Und in Kapitel 2 wird es entweder damit weitergehen, dass Susie Chris besuchen will, weil er entweder verschwunden ist oder Chris taucht in der Schule mit einem Dolch auf und greift die Leute an. Wo Susie ihn stoppen will und oder wir sehen das erste Kapitel aus der Sicht von Susie. Aber hey, all das ist lediglich meine Theorie und es kann immer noch alles komplett anders sein. Was glaubt ihr? Wie wird das zweite Kapitel aussehen? Was haltet ihr von dem Ende des ersten Kapitels? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die Switch-Version von Deltarune und hoffe auf zusätzlichen Content. Wenn ihr wollt, dass ich Deltarune weiterhin thematisiere, schreibt es mir in die Kommentare. In diesem Sinne, ich bin Kaito Darko, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen!